Willkommen zur nächsten Runde Battlefield 4 mit Leo im Lumpini-Garten. Ey, ich krieg den, ich klick aus. Okay. Warte, ich kann dich wiederbeleben. Ja, da ist einer unter der Brücke. Ich weiß, ja, ich hatte einen Leck, ich bin an dir vorbeigerannt und am Gegner wäre ich auch noch vorbeigerannt. Oh, ich wurde wiederbelebt, danke. So, erstmal hier hinhocken. Ich nicht. So, ich bin ja noch nicht lange drauf auf dem Server. Die erste Minute ist noch legitim. Da will ich mich gar nicht mal so aufregen, ja? Eigentlich läuft es auch ganz flüssig. Es war gerade ein Lag. Das, was schlimm ist, ist, wenn es dann nach 3 Minuten immer noch so ist. Dann wird es langsam schlimm. So, wo bist du so? Mach jetzt mal eine Person nach. Ja, dann ist das halt so. Boah, heute ist echt... Ich schieße immer auf die und die fangen später an zu schießen und ich bin früher tot, obwohl ich Dauerfeuer mache und alle treffen. Mann, ey. Mach die gleiche Person nach. Dann mach sie bitte nicht mehr nach. Ey, wenn mir noch was einfällt, mach ich sie nach. Leg dich doch hin. Oh Junge, ich bin voll gut gerade. 6-1. Boah, Leute, ich erzähle euch jetzt was, ja? Meine Mutter lässt gerade den... Ich sag ja so, ne, ich nehme auf, bitte ruhig sein und so weiter. War doch echt schlimm, ey. Ja, sie lässt, also ich habe 2 Fenster in meinem Zimmer. Sie lässt den Hund raus, sodass er vor meinem... In deinem Zimmer? Nein. Sie lässt... Nein, erzähl, ja. Sie lässt den Hund unter meinem 1 Fenster halt raus, sodass er da eben die ganze Zeit rumgekläfft hat. Jetzt geht sie unter das 2. Fenster und labert erstmal mit der Nachbarin. Weißt du, das ist ruhig sein, nicht. Hat voll verkackt, ey, und so. Ja, wir waren eben schon Pearl Market, habe ich Aufnahmen abgebrochen, weil ich schon wieder zu viele Lags hatte. Ich habe am Wochenende so geil flüssig gespielt, alles. Natürlich ohne Aufnahme, weil keiner von den Hässlichen hier Zeit hatte. Ich glaube, du hast sogar Zeit, du hast mich angeschrieben, aber ich habe gerade so gespielt. Und hab, nee, da warst du dann nicht mehr on, hab das abends nicht gelesen. Und weil du davor schon gezockt hast, hat es keinen Bock mehr gehabt. Ja. LOL, er hat so 2 Schüsse von seinem... Weißt du, er schießt aus dem Wasser raus mit 2 Schüssen mich ab. Ich meine, gut, ich war nicht gut, ja? Das akzeptiere ich. Aber der war echt, okay, ich schieb das gar nicht mehr auf die Gegner, ich schieb das auf das Spiel, das ist voll schlimm, ey. Ja, das ist genau wie hier, der eine. Weiß schon, wen ich meine. Oh, Leute, ich kann es echt nur auf die Leitung schieben. Oh, Leo, lass es jetzt bitte, ey, ich hasse diesen Assi. Das hilft mir jetzt auch nicht hier weiter. Ich habe noch keine Namen genannt, Mann. Ja, aber die Leute wissen doch, wen du meinst. Okay. Es trägt nicht zur Stimmung für mich hier gerade bei. Ey, wo sind die Typen oder wo bist du gerade? Bei E oder so. Boah, jetzt lacht die da draußen auch noch. Ey, halt die Fresse, ey. Das ist unglaublich. Bitte ruhig sein. Ja, okay. Hund raus. Wuff, wuff. Zur Nachbarin. Ja, hallo, wie geht's denn dir so? Ey, wenn... Nee, das ist die... Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Wir haben alle Punkte. Wo sind die Gegner so? Wahrscheinlich alle geliebt gleich. Was, ich habe 0-2. Was ist denn das? Ich habe gleich echt keinen Bock mehr. Das ist die letzte Runde für heute. Ich weiß nicht, was danach kommt. Wenn hier nach Sunken Dragon kommt, darauf habe ich gar keinen Bock. Aber manchmal ist Fallschirmspringen echt buggy. Manchmal ist Buggyfahren echt buggy. Nein, man hätte sagen müssen, manchmal ist Buggyfahren echt Fallschirmspringen. Ja, wenn der Commander runterkommt, lässt dann ja. Ich bin gerade richtig gut. Wenn du schlecht bist, bin ich gut. Lol, er fährt hier mit dem... Wenn du gut bist, bin ich schlecht. Er fährt hier mit dem Quad hoch. Boah. Ja, ich hol dich gleich ein. Lol, 7-1 dein S, wo warst du, Mann? Ich hab 0-2. 8-1. Was sind das denn gerade für Schüsse hier? Das ist voll der geile Sound. Auf dem linken Ohr. Kommen sie da wieder hoch? Da habe ich mich gerade ein bisschen scheiße verraten. Aber noch gut, der Brotkasten, Mann. Der Brotkastenmann stimmt, ey. Hinter dir. Cool, dankeschön. Weg.
Ja, sowas sagt man nämlich. Du stirbst immer und sagst mir nicht, wo die Gegner sind, dass ich mitsterbe, ja? Ja. Anfang des Videos gucken, okay? Hä? Ja. Ey, unter der Brücke. Ja, weil du selber beschossen wurdest. Ich bin gerade erst nachgejoint. Du wusstest noch gar nicht, dass ich bei dir bin. Boah, ich bin ja heute auch voll auf der Beschuldigertour, ey. Das ist voll kacke. Ja, weil du richtig Rage-Mod bist. Nee, komm, wir reden mir jetzt hier nichts ein. Ich bin voll gut drauf und so. Ja? Ja. Wo sind die Typen? Er schießt noch da runter. Bei E. Bei E? Okay, ich komm jetzt mal mit. Wenn du hier heute so ein Magnet bist, dann snack ich mir so ein paar Kills ab. Links, von der Brücke. Wasser. Lol. Headshot-Bonus, ein Schuss gebraucht, aber der war auch schon eingeschossen. Junge, ich hab keine Muni mehr! Harhar. Ich dachte, du hast deinen Airburst mit immer als Medic. Ja, den hab ich ja noch, deswegen wollte ich gerade sagen. Ja. Aber trotzdem Muni. Ich finde das, ehrlich gesagt, irgendwie nicht so gut, wenn man als Medic kein Dingens mit hat. Ich sehe aber auch keine Munitionspäckchen auf der Map. Kannst du jetzt Medic direkt ein Repair-Tool einstecken. Ah, gute Idee. Am besten noch bei Operation Locker, das bringt genauso viel, ey. Der Repair-Tool bei... Ja klar, muss der die Helis irgendwie reparieren. Operation Locker. Ja, das ist auch Spaß gewesen, Mann. Ja. Yeah. Aber wenn es hier Helis gäbe, nur Helis wäre wirklich cool irgendwie. So ein paar Camper wegmachen. Ja, hab ich schon gekillt. Nies. Super. Ich sehe noch nicht mal die Gegner. Und werde angeschossen, klar. Hä, der soll mir mal Muni geben. Der ist doch nicht dumm. Okay, doch. Machen wir gerade Basecamping. Nee. Muni-Suche nennt sich das. Hau voll vorsichtig und so hier heute. Trotzdem nicht erfolgreich. Ja, belebe ihn wieder. Geh hin, ich nehme deine Stellung ein. Schade. Echt keine Menschen, die Ammo rumtragen. Das ging schnell gerade. Das ging auch schnell. Ich habe nur noch meine Schrot. Oh Mann. Die Granate kommt zurück, mein Lieber. Leg dich hin, Mann. Der kommt von der Seite gleich, das weiß ich. Und von hinten. Okay. Hier, ich bin 5 Punkte hinter dir mit 4 Kills weniger, weil ich wiederbelebe. Das bringt nämlich viel mehr. Du kannst mit deinem komischen Airburst nicht viel Punkte machen. Doch, ich kann Kills machen. Lass mal für Pearl Market voten. Wenn das hier nämlich geht und wenn die Map als nächstes kommt, dann spiel ich auch noch weiter. Lol. Ist mal nachgejoint und mit rumgeballert hier. Oh, da war einer markiert. Aber wo ist der markiert? Ich hoffe, wo ist der Morke? Ist er tot. Lol, da war ein Schuss. Da liegt Muni. Das ist gut. Dann kann ich gleich lernen. Ey, ich habe immer noch meine Schrot, die ganze Zeit schon. Schrotflinte oder was? Ja, natürlich. Was bist du für ein Noob? Sekundärwaffe. Achso. Ich habe, glaube ich, nur 2 oder 3 Sekundärwaffen freigeschaltet. Die sind nämlich nur was für Noobies. Nicht Spaß. Nee. Die sind voll nützlich. So, ja, einen wollte ich mitnehmen und jetzt hören wir auf mit Basecampen. Obwohl, hat eh keinen Sinn mehr. Wir machen Basecampen. Ja, wart mal ab, du. Ja, ich werde bestimmt richtig gekippt. Ich brauche nur Muni, ja, dann bin ich nämlich hier. Fire in the hole. Lol, er hat mich gesehen, als er hingekommen ist. Was ein Drecksarschen, ey. 11-1, ist das denn ernst? Ja, weil ich halt Wiederbeleber bin, ne? Ich laufe immer so hinter dir her. Ja, echt schlimm. Leute, hier spawnt man und wird direkt beschossen. Hier, guck mal, das ist jetzt nämlich... Jetzt aber 11-2. Die nächsten Punkte für mich. Easy going. Ich guck mal, ob ich mehr Punkte hinkriege mit einer... Lol. Ach, scheiß Mörser, ja gut. Außer wir machen Basecampen, die spielen mit Mörser. Ja, wir spielen mit Mörser, legitim. Die machen Basecampen, ganz einfach. Hast du schon für 4 gewotet? Nee. Könntest du das vielleicht bitte machen? Ab 5. Spaß, gibt's gar nicht. Ich dachte gerade, das ist wirklich so, hä? Egal, Spaß ist Standard-Antwort. Ist echt.
Na, wo sind die Hässeligen? Was? Ich könnte jetzt was sagen, aber... Ich weiß genau, ich hab das schon so ausgesprochen, das war schon richtig verdächtig, ey. Genau. Oh Mann. Aber dann wäre der da nicht mehr zu retten. Mörser wieder. Richtiger Scheißmörser ist das, ich sag's dir. Lol. Mörser hat immer. Ey, durch das Wiederbelebungszeichen oder was das auch immer war, habe ich den nicht gesehen. Egal, dann kommt die halt aus der Base mal wieder raus. Ey, du bist wieder vor mir, du Drecksen. Ja, passiert. Pearl Market, 100%, 3 von 3, ja gut, dann sehen wir gleich noch eine Runde. Die wird ja wahrscheinlich nur eine Folge. Jawohl. Wollen wir bei dir. Damit du Punkte kriegst, die hast du ja nötig. Ich glaube, für den Spruch muss ich mich jetzt nicht bedanken, dass du nachgejoint bist, oder? Aber eigentlich hilft es ja nur fürs Teamspiel, dass du nachgejoint bist. Ja. Das heißt, du müsstest dich bei mir bedanken, dass ich überlebt habe, für dich. Ich bin nämlich richtiger Teamspieler. Weiß ich. Willst du 100 Punkte, dann wiederbelebe ich mal. Dann müsste ich hinlaufen, auf dem Weg sterbe ich ja. Dann kannst du nicht mehr nachjoinen, da kommt ein Auto. Stimmt. Ist vorbeigefahren, ist mir dann auch egal. Na, kommt schon. Wallerkampfgebiet. Wallerkampfgebiet. Lol, wie er weggesnappert wurde. Meiner. Vor rechts. Bin ich. Kannst du mich wiederbeleben? Ja, aber ich komme da nicht dran wegen der Eckenfunktion, Eckenanlehnfunktion von Battlefield. Hä? Wenn du an so einer Kante stehst, dann lehnt er sich automatisch an die Ecke ran. Richtig dumm. Ich weiß. Boah, was ist das, junge Mann? Nase sowas von frei und ich am Husten. Ha! Voll der Headshot, miese Killer und so. Wortwörtlich. Ich habe gehört, von da fliegen die Leichen. Von da fliegen wirklich gerade die Leichen, ne? Leichen klettern. Und nochmal. Wie ich sie mies kontrolliere. Nein, nein! Gerade nachgeladen. Und? Ja, ich bin vor dir gekommen. Vor dich. Wollen wir hier mal nicht Berlinern. Oder Albanern. Pascal. Albo. Unser Albo Sammy. Sammy Slimo. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Hat sich ja doch noch zum Guten gewendet, nicht wahr? Und wir sehen uns beim Pearl Market. Und hoffentlich klappt das dann auch. Tschüss.